Hallo, hier ist Elisabeth Kuhlmann. Heute gibt es mal wieder nach langer Zeit ein privates Video für die, die es interessiert. Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, ich bin nicht am Meer. Ich war in den letzten 1,5 Jahren hauptsächlich am Meer. Ich war in Thailand, in ganz viel in Spanien. Zweimal in der Türkei, eine Woche in Nizza, in Ägypten, in Sri Lanka und habe das Meer immer wieder genossen. Jetzt hatte ich irgendwie Lust und das ist der Vorteil eines flexiblen, minimalistischen Lebens, hatte ich Lust auf etwas kühlere Gefilde und ja, viel Grün, viel frisches, nahrhaftes Grün, gute Luft. Ja, ich bin im Bayerischen Wald gelandet. Und zwar bin ich hier jetzt fast 4 Wochen, bevor es weiter geht nach Wien und Leipzig und zu weiteren Konzerten. Also ich bin jetzt hier im Bayerischen Wald und habe eine ganz witzige Situation irgendwie hat sich ergeben, weil das war jetzt gar nicht unbedingt so geplant, beziehungsweise ich wusste gar nicht, was mich genau erwarten würde. Ich habe ein Hotel gebucht, das sehr, sehr günstig war. Und zwar der Besitzer des Hotels hat vermietet Privatzimmer. Das heißt, man bekommt hier einen günstigeren Preis. Und da musste ich natürlich zuschlagen. Es ist typisch Elisabeth, dass Elisabeth immer die günstigsten Sachen sucht. Aber ich habe wirklich ein Paradies hier vor meinem Zimmer. Ich habe ein Zimmer, könnte theoretisch alle Möglichkeiten des Hotels nutzen. Also ich könnte essen gehen und so weiter. Das tue ich aber nicht. Darauf später noch. Mehr werde ich noch eingehen. Aber ich kann vor allem die Sauna und das Schwimmbad benutzen und den Pool draußen. Also das ist fantastisch. Ich bin jetzt jeden Tag in diesen 4 Wochen in die Sauna gegangen. Da kann man wirklich alles rausschwitzen, was nur möglich ist. Und es tut einfach für den Kreislauf und insgesamt für die Gesundheit wahnsinnig gut. Und ich genieße es sehr. Aber vor allem, ich habe wirklich den Wald vor meiner Nase und die Wiesen, die ich so liebe. Und worauf ich einfach besonders neugierig war, ich wollte mich schon immer damit beschäftigen, sind Wildkräuter. Also ich habe so viel gelesen und gesehen darüber und habe auch mal eine Wildkräuterwanderung gemacht und habe mich aber nie eingehend damit beschäftigen können. Und in diesen Wochen hatte ich wirklich Gelegenheit und ich bin raus in die Natur und habe mich einfach schlau gemacht, was es so alles gibt. Ja, Löwenzahn und Brennnessel und Gänseblümchen kennt wohl jeder, aber da gibt es einfach noch so viel mehr und es ist unfassbar, wie gut das schmeckt und wie toll man das in seinen Speiseplan integrieren kann und gar nicht zu sprechen natürlich von den ganzen Nährstoffen, die da drinnen sind, ist einfach nur fantastisch. Und ich zeige euch ein paar Bilder, wo man vielleicht Kräuter sieht, die ihr noch nicht kennt und die ich auch erst ganz neu für mich entdeckt habe oder was man sonst noch alles essen kann. Zum Beispiel die Triebspitzen von Fichten. Wer hätte das gedacht? Und die schmecken so fantastisch. Die schmecken nach Zitrone. Und mit einem harzigen Beigeschmack. Also wer Rätsinner mit Zitrone mag, dem wird das unglaublich gut schmecken. Ja, und weil ich gesagt habe, ich gehe nicht ins Restaurant essen. Ja, es ist wirklich so. Ich bevorzuge einfach für mich selbst zu kochen. Und außerdem habe ich das irgendwie als Challenge, als Herausforderung betrachtet, mich da jetzt quasi selbst zu versorgen. Nur das, womit ich nicht gerechnet habe, ich wusste, ich habe schon gefragt, ob es einen Supermarkt in der Nähe gibt und der Besitzer hat mir gesagt, ja, es gibt
Paar hundert Meter weiter gibt es einen Supermarkt. Naja, paar hundert Meter sind 2 Kilometer, das würde mir ja nichts machen. Aber der Supermarkt, das ist ein Kreisler. Das ist ein Kreisler, bei dem man weniger bekommt als in einer Tankstelle. Also es ist unglaublich. Also der Vorrat, der dort zu haben war, ist einfach null. Und normalerweise ernähre ich mich von ganz viel Gemüse und frischem Obst und Kartoffeln und Reis und allen guten Dingen, die es sonst noch gibt. Und der hat einfach nichts. Also das war schon unklar, das war schon ein Schock. Und habe gedacht, jetzt muss ich da 2 Kilometer laufen, gehen und dann ohne Resultat, also ohne große Möglichkeiten, etwas zu machen. Na gut, dann wurde ich erfinderisch. Also mit Reis kommt man immer gut durch. Ich habe jetzt jeden Tag, ich habe einen kleinen Reisekocher, mit dem ich mir kleine Mahlzeiten zubereiten kann. Also ich war jetzt angewiesen auf meinen Reisekocher und auf den Reis, den ich beim Kreisler kaufen konnte. Und aus den Wildkräutern, die ich in der Natur gefunden habe. Aus meiner letzten, wo war ich vorher? Vorher war ich in München, da hatte ich mir Gott sei Dank noch ein bisschen Proviant mitgebracht in Form von Datteln, die ja super gesund und auch energiereich sind und die halt ein bisschen Süße in den Alltag bringen. Also ich habe das wirklich toll gefunden. Ich habe mich jetzt jeden Tag von Reis mit Wildkräutern also ernährt. Und ab und zu, wenn ich Gelüste danach hatte, dann habe ich mir ein paar Datteln gegönnt. Ich bin ganz stolz, ich habe sogar noch welche übrig, obwohl ich schon an den letzten Tagen bin. Aber die brauche ich vielleicht für die Zugfahrt, weil ich da ja nichts kochen kann. Egal, das sind so meine kleinen Ernährungsthemen. Und was ich sagen will, also so eine Reduktion, zeitweilig natürlich, das kann man nicht immer machen, weil da fehlen schon ein paar wichtige Nährstoffe und so weiter. Vor allem habe ich hier nur Reis, weißen Reis bekommen und nicht vollwertigen braunen Reis. Egal, also ich habe sehr reduziert gegessen. Das ist eine Form von Fasten. Und das passt mir irgendwie sehr gut in meinem minimalistischen Lebensstil. Und ja, das hilft einem auch, seinen Körper zu reinigen, den Körper nicht zu überlasten und wirklich ganz sanft zu behandeln und ihm die Möglichkeit geben, auch andere Dinge zu verarbeiten, Altlasten, alten Stoff einfach, ob das jetzt in materialistischer Form ist oder auch in geistiger Hinsicht. Also ich habe mich natürlich sehr viel beschäftigt mit meiner Seele, einfach um mich weiterzuentwickeln, weil das ist ja der Reiz am Leben, seine Seele wachsen zu lassen und reifen zu lassen. Und ja, also ich fand das eine wunderschöne Zeit. Ich habe so viel mitnehmen können und ich werde mich wahrscheinlich immer wieder darauf zurückbesinnen und auch das Interessante ist auch, man gewöhnt sich auch an dieses reduzierte Essen, dieses einfache Essen. Und man merkt, also ich habe zum Beispiel gelernt, wie wenig ich eigentlich brauche, um erstens um satt zu sein und zweitens um befriedigt zu sein. Aber natürlich, ich habe einen Weg in den letzten 3 Jahren schon gemacht, mit dem Essen. Ich habe mich sehr bewusst auf das eingelassen und habe ja schon sehr viel Arbeit in dieser Hinsicht getan, sodass ich das schaffe, eben zum Beispiel all diesen Gelüsten zu widerstehen, die man sonst in der zivilisierten Welt bekommt und die man aber eigentlich überhaupt nicht braucht und die einen aber süchtig machen. Das Problem ist, dass unsere überzuckerte und überfettete Welt
süchtig macht. Also Fett und Zucker macht süchtig. Und in dieser hohen Konzentration kommt das in der Natur ja nicht vor, Fett und Zucker. Und deshalb ist es in unserer Welt auch so schwierig, davon loszukommen und sich loszusagen. Und da habe ich einfach in den letzten 3 Jahren schon sehr viel gearbeitet. Und ja, ich genieße das sehr, dass ich diesen Status erreicht habe, wo ich wirklich ganz unabhängig auch von Süchten sein kann und von Gelüsten und einfach ganz deutlich auf meinen Körper, auf meine Körpersignale hören kann. Ich weiß genau, wann habe ich Hunger, wann habe ich eigentlich nur Durst. Und das ist ein unglaublich schöner Weg, den ich da gemacht habe. Also das jetzt nur als kleiner Ausschnitt aus den vielen Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten 4 Wochen machen durfte. Ja, das war's als Update von mir. Ich freue mich, wenn das jemanden interessiert oder wenn das jemanden vielleicht sogar inspiriert, ein bisschen aus der hektischen Welt auszutreten. Ich brauche das immer wieder und ich nehme mir das auch. Ich nehme diese Zeit, die ist für mich ganz wertvoll und wichtig und ich möchte sie nicht missen. Ich wünsche euch alles Gute und ja, bis demnächst irgendwann. Ciao.